Heute hatte die malerische Erdbeergemeinde Wiesen im Burgenland die Ehre, Bundespräsident Alexander van der Bellen willkommen zu heißen. Der Besuch des Bundespräsidenten war ein besonderes Ereignis für die Bewohner von Wiesen, die stolz darauf sind, für ihre köstlichen Erdbeeren bekannt zu sein. Der Empfang des Bundespräsidenten in Wiesen war von großer Begeisterung und Vorfreude geprägt. Bundespräsident van der Bellen wurde vom Bürgermeister Matthias Weghofer und einer Delegation von Gemeindemitgliedern herzlich empfangen. Im Anschluss an den offiziellen Empfang begab sich der Bundespräsident zu einem örtlichen Erdbeerverkaufsstand der Familie Habeler, um dort die berühmten Wiesener Erdbeeren zu verkosten. Der Bundespräsident zeigte großes Interesse an den landwirtschaftlichen Praktiken und stellte viele Fragen zu den verschiedenen Sorten von Erdbeeren und den Herausforderungen, denen die Bauern in Wiesen gegenüberstehen. Herr Präsident, ich darf euch herzlich in Wiesen begrüßen. Ja, die Marktgemeinde Wiesen kennt ihr eh schon eigentlich von unseren vielen Besuchen oben. Genau, das war umgekehrt. Ja, ist auch schön. Schaut's um, wir liegen hier wunderbar eingebettet am Fuße des Sozialen Gebirges. Haben ein besonderes Klima, dafür sind unsere Erdbeeren also süß hier. Es ist wirklich, es sind, man kann es sagen, die süßesten und geschmackvollsten Erdbeeren. Ich bin auch genießen da in der Richtung. Ja, wie gesagt, bekannt sind wir von den Erdbeeren her und auch von den Musikveranstaltungen wie das Jazzfest hier in Wiesen. Das ist da Richtung runter, ja. Wenn wir Richtung Bad Sauerbrunn aus oder jetzt da rausfahren, rechts unter dem Berg von rechts, so wie schaut es jetzt das Zelt. Da war gut besuchte Fest immer wieder. Da war sogar der Bundespräsident Fischer, ihr Vorvorgänger, nicht als Bundespräsident, sondern als Minister mal da. Okay. Aber das ist schon, was denn 40 Jahre her. Das ist schon länger her, gell? Also, ja, aber ich glaube, es ist wirklich nett, dass Zeitgenommen haben, ob sie noch ein bisschen fort sind. Aber wenn wir hier, ich glaube, die Königin, Erdbeerkönigin, die Königin und Prinzessin, Erdbeerkönigin vorstellen darf, Amelie die Erste und ihre Prinzessin, Elisa die Erste, Vizebürgermeister und Gemeindevorstand, Christopher Hofer und Josef Haberler, Tourismushofffrau, Anita Treitl, und unser Obmann von der Genussregion, Michael Haberler. Die Erdbeeren sind eigentlich von einer zwei, vom Vizebürgermeister und von der Genussregion, und der Schnaps ist auch von ihm und der Erdbeer so ist von ihm. Alle vertreten. Alle Genüsse vertreten. Frau Präsidentin, Prost! Danke! Einmal zu mir noch bitte. Danke. Hier haben wir ja da die ganze Straße voll Erdbeerstand. In Wiesen hat fast jedes Haus, außer der Doktor, der Arzt, der Bürgermeister, der Pfarrer, haben keine Erdbeeren gehabt. Sonst alle gehabt und da sind sie gestanden und haben verkauft. Und ich weiß, vor 40 Jahren war das mal, haben sie nicht drei durchgegeben, Verkehrsstau in Wiesen. Also wirklich, das war so, ja. Ja. Mit der Kobra im Hintergrund. Ja. Wie gesagt, Herr Präsident, der Stand gehört der Familie Haberler, der Michael Wölscher mit. Grüße. Grüße, Herr Präsident. Sie haben ja hier schon Himbeeren, ja. Alles ganz frisch. Ich mag ja auch. Da können Sie kosten, wenn Sie Lust haben. Gerne, gerne. Stimmt, ich Himbeeren, ja. Schaut, so schöne Kirschen. Komm her, darf ich das Himbeeren bitte? Das ist ja. Himbeeren hätte ich auch zum Kosten. Bitte schön. Das ist ein riesiger. Ja, dazu.
Michael, kommst du ein bisschen näher? Michael, super. Ja, Anita, stell dich her, Einen großen Tag für die kleine Gemeinde Wiesen, bekannt durch die Erdbeeren. Selbst Herr Präsident ist da, Erdbeeren zu probieren. Welchen Eindruck haben Sie? Na, Wahnsinn. Sind erstens optisch wahnsinnig schön und zweitens schmecken sie gut. Was mich besonders überrascht hat, es gibt ja nicht nur Erdbeeren, sondern auch Kirschen, weil heuer ist eigentlich ein ganz schlechtes Kirschenjahr. Aber offenbar, wenn man ein Dach drüber hat, dann sind sie gekommen. Und dann natürlich die Himbeeren da hinter mir. Sie haben alles ausprobiert? Ja, die Kirsche habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das werden Sie. Kommt noch. Ja. Ist das jetzt eine Empfehlung für die Österreich? Erdbeerland, Wiesen? Naja, ich glaube, es ist mühsam anzubauen, ja, also das muss man sich gut überlegen. Und natürlich sind die Hektare, die für Erdbeeren verwendet wurden, auch hier deutlich zurückgegangen. Ja. Aber es ist schön, das anzuschauen, es ist schön, dass es noch jemand macht. Wiesen wird immer in Verbindung bleiben mit dem Jazzfestival, mit Kulturevents und natürlich mit Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen. Königin Amelie und Prinzessin Elisa, ihr habt ja heute erst einmal Bundespräsidenten getroffen. Was sagt ihr da? Ja, es ist eine große Ehre natürlich, den Herrn Bundespräsidenten zu treffen. Und es war sehr nett, wir hatten ein nettes Gespräch, einen hohen Besuch in Wiesen. Und das ist schon voller Freude natürlich. Ja, also es war natürlich eine sehr große Ehre, den Bundespräsidenten mal persönlich zu treffen zu dürfen und ihm auch die Hand schütteln zu dürfen, genauso wie seiner Frau. Und ich finde es auch sehr schön, dass Sie Wiesen besucht haben. Und ich denke, Sie hatten auch einen guten Eindruck von Wiesen. Herr Bürgermeister, ein großer Tag für die Gemeinde Wiesen. Bundespräsident war da, hat der Erdbeer probiert. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube schon, es ist ein großer Tag für Wiesen. Zum ersten Mal war ein Bundespräsident in Wiesen. Es war noch kein Bundespräsident in Wiesen. Und da muss man sagen, ein Dankeschön an den Herrn Präsidenten. Und wie haben Sie jetzt Eindruck, ist er begeistert, hat ihm das passt, hat ihm geschmeckt? Du, er ist immer begeistert von unseren Erdbeeren. Wir fahren ja schon seit 30 Jahren zu den Präsidenten rein und bringen Erdbeeren mit. Und bei ihm auch, jedes Jahr sind wir drin und er empfängt uns immer in seinen Räumlichkeiten und sind immer begeistert von unseren Erdbeeren. Die Wiesener Erdbeeren sind ja die geschmackvollsten, die süßesten und die köstlichsten. Und sind Sie jetzt sozusagen glücklich? Wir sind alle glücklich in Wiesen, auch die Königin, die Prinzessinnen, die Tourismusobfrau, Vizebürgermeister, alle glücklich und die Bevölkerung natürlich. Dann kann man nur sagen, alles Gute. Dankeschön natürlich und wie gesagt, nächstes Jahr fahren wir rein, fahrt vielleicht mit rein, wenn ihr Zeit habt, fahrt mit rein. Die wirklich schöne Räumlichkeiten in der Hofburg, in der Richtung, immer schön.